ist sie hier, Denise Schindler. Hier im Fernsehen, letzten Sonntag noch bei der Auslosung des DFB-Pokals als Glücksfee, heute Morgen in München. Dann hat sie mir gesagt, ich habe noch trainiert, ab ins Flugzeug, abgeholt worden. Liebe Denise, herzlich willkommen in der drittältesten Stadt des Bergischen Landes. Ja, wir haben diesen Filmausschnitt gewählt und ich habe mir die ganze Zeit immer die Frage gestellt, was soll ich Sie denn fragen, was ich nicht selber beantworten kann, weil ich diese Ausnahmesportlerin, Medaillengewinnerin, seit Rio Weltmeisterin, Europameisterin, auf der Bahn und auf der Straße, liebe Denise, was soll ich dich fragen? Oh mein Gott, was sollst du mich fragen? Was willst du wissen? Ein Hack von mir, ich schlafe immer mit Socken. Das ist, glaube ich, absolut sowas, was nicht jeder weiß, oder? Also, Denise, wann hast du denn die erste Begegnung? Ich meine, als kleines Kind hast du gemerkt, dass dir eben mal ein Bein, Teil des Beins fehlte. Sag doch einfach die Entwicklung, wie du auf den ersten Sport gestoßen bist. Ja, das ist tatsächlich bei mir eine ganz besondere Geschichte. Ihr habt es lesen können, ich hatte als sehr junges Kind einen Unfall mit 2 Jahren. Kann mich tatsächlich an den Unfall nicht erinnern. Also meine Erinnerungen gibt es nur mit 1,5 Bein, also mit Prothese. Ich habe dann im Schulsport teilgenommen, hatte aber da nicht so wirklich diese positiven Momente, ehrlicherweise. Inklusion war damals noch kein großes Thema. Habe dann so im Schulsport teilgenommen, aber war da auch ehrlicherweise immer Letzte oder Vorletzte. Und irgendwann habe ich mich dann auch mal befreien lassen. Habe dann keinen Sport mehr gemacht und habe dann, als ich so mein Abitur gemacht habe, habe ich im Fitnessstudio nebenbei gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und habe die Leute immer eingecheckt, Kaffee gemacht, Proteinshakes gemixt, aber selber keinen Sport gemacht. Und habe denen immer schön zugeschaut, wie die am Stepper in der ersten Reihe richtig schön geschwitzt haben. Aber ich habe nichts gemacht. Und irgendwann hat eine Freundin gesagt, komm, lass uns doch mal einen Vertrag im Fitnessstudio machen. Lass uns ein bisschen Sport machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, probieren wir mal. Dann habe ich mit dem Stepper angefangen. Das war jetzt nicht meine große Liebe. Und irgendwann habe ich so eine Spinningstunde mal mitgemacht. Also wer das kennt, Indoor Cycling, diese im Fitnessstudio feste Räder, laute Musik. Eine Stunde lang schreite ich den Instructor an, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4. Und ich muss so auf diesem Fahrrad, okay. Dann schreit er mehr Widerstand und ich habe nur versucht, eine Stunde zu überleben und konnte natürlich überhaupt nicht mehr Widerstand einlegen. Ja? Während alle anderen Cracks neben mir so richtig Widerstand reingetan haben und ich war froh, dass ich diese Stunde überlebt habe. Aber was da passiert ist, es hat so einen Aha-Moment bei mir gegeben, weil abends lag ich fix und fertig im Bett. Meine Oberschenkel haben gebrannt und ich habe so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt, weil mir hat das so Spaß gemacht. Und ab dem Moment war ich in jeder Spinningstunde, habe dann irgendwann mal sogar einen 12-Stunden Spinning-Marathon gemacht, also 12 Stunden am Stück in einem Raum mit ganz vielen Menschen Rad gefahren. Kleiner Tipp, nie rein und raus gehen aus diesem Raum, weil es könnte ein bisschen riechen. Und dann gab es kein Halten mehr. Ich habe dann irgendwann mir gedacht, man kann auch draußen Radfahren, ist vielleicht ein bisschen spannender, als immer in einem Raum zu sein. Und dann habe ich das Fahrrad von meinem Dad aus der Garage geklaut und dann habe ich irgendwann meinen ersten Urlaub gebucht und es war eine Transalp, also von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee. Und dann bin ich irgendwann entdeckt worden, und die haben dann gefragt, ob ich nicht mal Rennen fahren möchte. Jetzt fragt sich natürlich Ihr Applaus. Da fragt sich jeder, wie ist das denn, wenn da eben ein Teil des Beines fällt? Man muss ja auch noch an die andere Pedale drankommen. Ja, ist tatsächlich sehr besonders. Also das ist jetzt eine ganz normale Gehprothese. Man sieht sie ja so ein bisschen. Beim Radfahren habe ich so eine ganz spezielle Radsportprothese. Das heißt, da ist dann am Ende nur noch ein Klickpedal dran, da ist gar kein Fuß mehr dran. Da klicke ich wirklich ein und fahre mit dem Fahrrad los.
Da ist sehr viel Platz in der Kniekehle, damit ich eben eine ganz hohe Frequenz auch fahren kann, weil man ja sozusagen eine ganz andere Bewegung hat, als wenn man geht. Wenn man geht, ist das Knie mal relativ gestreckt. Wenn man am Fahrrad sitzt, dann ist das Knie mal sehr abgewinkelt. Das heißt, die ganze Prothese wird anders gebaut. Und dank dieser Sportprothese kann ich halt richtig schnell Rad fahren. Also so auf der Bahn fahre ich im Schnitt so 45 km/h. Ich kann auch mal kurz 60 fahren, wenn ich oben von der Bande runterdüse. Wiederholen wir das nochmal. Also 45 km/h fahre ich im Rennen. Das ist schon ganz okay, finde ich. Wir können ja mal gegeneinander fahren, Friedhelm. Ich habe ein Elektrorad, ich halte damit. Das Elektrorad regelt bei 25 km/h an. Da fehlen noch 20. Ich messe mich lieber auf anderen Feldern. Irgendwann hat jedes seine Zeit. Denise zeichnet noch etwas aus oder es ist etwas Besonderes. Da halte ich jede Wette und meistens, obwohl meine Frau mir das Wetten verboten hat, wegen erwiesener Leichtsinnigkeit, aber die Wette halte ich. Sie hat nicht nur einem Menschen die Hand geschüttelt, sondern sie hat sich auch mit dem unterhalten. Und der ging gar nicht mehr weg. Da fragt man sich natürlich, warum, war wahrscheinlich eine spannende Geschichte. Sie hat auf einer Messe in Deutschland, erzählst du selbst, sich länger mit Barack Obama unterhalten. Und ist irgendwie verständlich, dass der mehr wissen wollte, als das, was du ihm erzählen wolltest. Ja, das war tatsächlich sehr toll. Das war 2016 bei der Hannover Messe. Da durfte ich ihm ein Projekt vorstellen. Ich durfte, oder zusammen mit Autodesk haben wir an der ersten 3D-gedruckten Prothese gearbeitet, die dann auch tatsächlich bei den Paralympics Rio 2016 zum Einsatz kam. Die erste 3D-gedruckte Sportprothese. Und die durften mir Barack Obama und Angela Merkel vorstellen. Die waren beide da bei der Messe. Und Barack kam zu mir so ganz locker, so hey, how are you? Und ich so, fine, thanks, and you? So ganz so Applaus. Und er war so entspannt, weil er einfach so ganz locker mir erstmal das Mikro gegeben hat, gefragt hat, wie geht's dir denn? Ist alles gut? Und ich so, ja, bei dir so. Und dann haben wir einfach, durfte ich ihm dieses Projekt vorstellen. Und er war so interessiert, weil Barack Obama ist ein absolut sportinteressierter Mensch. Er macht selber sehr, sehr viel Sport. Und er liebt es natürlich auch, wenn man da in dem Bereich neue Dinge entwickelt. Und das durften wir ihm vorstellen, das war natürlich ein absolut besonderer Moment. Und dann noch mit Angela Merkel im Duett, also dann im Trio sozusagen mit mir, das war wirklich sehr, sehr besonders. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben eben in dem Filmbeitrag gesehen, dass Paris nächstes Jahr die Gastgeberstadt der Olympischen und Paralympischen Spiele ist und alle unsere Athletinnen und Athleten im Deutschen Behindertensportverband und Nationalen Paralympischen Komitee haben natürlich ein Ziel. Sie wollen nach Paris. Denise, was ist der Stand? Du warst ja so lange verletzt. Ja, ich fahre morgen jetzt mal ein Rennen, dann schauen wir mal, wie schnell ich bin. Aber ganz ehrlich, Paris werden unglaubliche Spiele werden. Ich durfte vor kurzem vor Ort sein, ich durfte mir die Städten anschauen. Die Eröffnungsfeier wird auf der Seine, also dem Fluss, der durch Paris geht, sein, auf Booten. Wir haben tolle Sportstätten wie vor dem Eiffelturm in Paris, wo Blindenfußball sein wird, wo Beachvolleyball stattfinden wird. Wir haben die großen Stadien. Wir haben natürlich das Olympische Straßenrennen natürlich rund um den Arc de Triomphe, also da, wo auch die Tour de France ist. Dann haben wir da auch die Bahn. Also es wird gigantisch werden. Ich glaube, es hat das Potenzial, die spektakulärsten Spiele zu werden, die wir je hatten. Und vor allem sind sie so nah. Sie sind wirklich im Nachbarland in Frankreich, in Paris. Das ist nur so vor Historie strotzt. Also ich kann es nicht oder kaum erwarten, da zu sein und freue mich da wirklich sehr drauf. Da freuen wir uns, glaube ich, alle. Spiele vor der Haustür, Olympische und Paralympische Spiele. Endlich mal nicht in einem Schurkenstaat, sondern in einem demokratischen Staat. Da freuen wir uns denn noch umso mehr. Und deshalb denke ich, es begleiten dich hier über 1000 Berg-Neustädter, anfeuern, du wirst es nicht hören, sondern im Fernsehen,
weil über 60 Stunden von den Paralympics live übertragen werden, dann noch ständig in den Magazinsendungen und Abend und die Eröffnungsfeier und die Schlussfeier alles live übertragen. Und da will Berg-Neustadt Denise Schindler sehen. Mit unserem Applaus entlassen wir sie heute, denn sie hat morgen ein Rennen. Ihr Applaus für Denise Schindler. Detlef will mir Blumen schenken, ich weiß nicht warum. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg von München hierhin gemacht hast. Peter und ich waren am Mittwoch auch noch in München. Sehr schön. Aber wir haben etwas länger gebraucht, weil es mit dem Pferd nicht so schnell war. Für mich ganz schön anstrengend. Aber ein kleinen lieben Gruß hier aus Berg-Neustadt für dich. Und vielen Dank, dass du heute hier bist. Danke. Ich fahre gerne das nächste Mal, ich fahre schneller. Ja, und jetzt kommen wir zum Aufbau der